Hallo Leute, heute gibt es mal wieder ein Video von mir. Ich habe mir mal wieder was organisiert, was ich euch zeigen kann. Es ist ein 986 Boxster. Und zwar ist das gute Stück ein Reimport aus England, dementsprechend Rechtslenker. Hat den 2,5er Motor drin, also 204 PS mit Tiptronic. Genau, und jetzt schauen wir uns das Fahrzeug mal an. Wenn wir jetzt vorne die Front betrachten, die ist ähnlich wie beim, oder ist eigentlich gleich wie beim 996-911. Der hat jetzt eine relativ spärliche Ausstattung. Der hat also noch die Halogenscheinwerfer für Rechtslenkerbetrieb. Ansonsten vorne unbeschädigt. Keine Kratzer, keine Brüche, nichts zu sehen. Dann schauen wir gleich mal hier vorne in den Kofferraum. Kofferraum vorne. Genau, wir sehen die üblichen Verdächtigen, was man so im Kofferraum findet. Ein Ersatzrad, ein bisschen Platz zum Verstauen von Gepäck und genau, Bremsflüssigkeit und Wischwasserbehälter. Ja, soweit ist alles komplett hier vorne. Sieht eigentlich auch noch gut aus. Und ja, genau. Das ist also der erste der Boxster-Serie 986, gebaut von 96, glaube ich, oder 98, bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber der erste, auch genannte Hausfrauen-Porsche, warum auch immer. Gut, wir haben einen Original-Radsatz dran, in 17 Zoll, vorne 205er, hinten 255er Bereifung, was mir aufgefallen ist. Anscheinend wurden hier über die Dauer mal die Bremsen geändert, zumindest die Sättel. Da sind jetzt keine Porsche-Sättel mehr drin, sondern Brembo. Also sind von der Sache her dieselben, nur steht halt nicht mehr Porsche drauf, sondern Brembo. So, das Verdeck, das hat schon ganz schön gelitten. Das ist hinüber. Die Mechanik funktioniert soweit, aber der Bezug, der ist kaputt, können wir nachher noch mal genauer zeigen, die Scheibe hinten. So, dann, achso, der Türgriff außen geht nicht, der Türgriff geht nach innen. So, dann kannst du einmal zu mir und einmal hier reinfilmen. Genau. Gefällige Lederausstattung in Gelb. Gut, die Farbe ist Geschmackssache, aber naja, das ist halt so. Ansonsten im Innenraum ziemlich komplett. Das Einzige, was nur auffällig ist, er hat irgendwie ein Elektrikproblem, ein kleines. Der zieht die Batterie leer, ist auch das Radio läuft ständig und die Heckscheibenheizung ist auch irgendwie immer an, obwohl er keine hat. Ja, und ein paar Leuchten im Kombi-Instrument sind an. Gut, dann gehen wir mal weiter über die Fahrzeugseite. Also genau wie Tür und Kotflügel vorne ist auch hier hinten nichts beschädigt, kein Unfallschaden. Wir haben allerdings hier im Bereich des Lufteinlasses unten schon Rost. Genau, dasselbe Spiegel, was mit den Bremssätteln vorne war, ist hinten auch. Hinten sind auch Brembo-Bremssättel drin. Tja, weiß nicht, was ich dabei gedacht habe. Ich mache mal den Koffer auch hinten auf. So, ein Heckspoiler hat er drauf, das ist nichts Originales und auch irgendwie was relativ Komisches und die Befestigung ist, nehmt es mir nicht übel, aber very British. Also Mühe wurde sich da in keinster Weise gegeben. So, jetzt sehen wir hier hinten einen Kofferraum, hier ist noch eine Abdeckung drin, viel Platz ist nicht. Hier haben wir das Wichtigste zum Nachgucken, einmal Öl, einmal Kühlwasser. Zum Nachfüllen und der Peilstab. Genau. So sieht der Kofferraum aus. Ist halt, ja, Cabrio-like. Gut. Die Beleuchtung hinten ist auch in Ordnung. Er ist hinten auch nicht angefahren, was auf jeden Fall jetzt schon mal auffällt ist. Er hat einen Sportauspuff dran. Der kam auch in England anscheinend ans Fahrzeug. Der ist sehr laut. Also der ist für den deutschen Straßenverkehr auf jeden Fall mal nicht zugelassen. Gut, die rechte Seite, in dem Fall die Fahrerseite, ist ebenfalls unbeschädigt. Keine größeren Macken, keine Beulen, kein Rost hier auf der Seite und sonst auch nichts.
Und dann setze ich mich jetzt ins Auto, dann machen wir mal einen Technikcheck. So, jetzt sitzen wir drin in dem 986. Machen wir das nochmal zu. Gut, also einmal Zündung an. Was wir leider sehen, das Klimabedienteil hat einen Pixelfehler. Das zeigt nicht mehr alles an. Die Lüftung funktioniert. Genau, man hört sie laufen. Also die Lüftung funktioniert, aber wie man sieht, hier in der Anzeige ist ein Pixelfehler drin. So, Radio, das ist ein Sony X-Plot. Irgend so ein günstiges Zubehörradio. Gucken wir mal, ob wir das ankriegen irgendwie. Naja. Empfangen haben wir gerade keinen. Gut, ja, BR Classic. Also wir hören auf jeden Fall, dass die Anlage funktioniert. Dann machen wir das aber aus, weil Classic brauchen wir nicht. So, dann Fensterheber. Fensterheber Beifahrerseite, also links. Funktioniert. Und auch wieder runterwärts. Das Fenster auf der Fahrerseite funktioniert in Stücken. Das ist ja auch toll. Naja, runter geht's einmal frei. Gut, machen wir die Tür zu. Dann haben wir die Spiegelverstellung. Wollen wir jetzt mal gucken. Genau, das ist der hier. Das ist quasi raus, rein, hoch und runter. Das funktioniert. Und auf der anderen Seite funktioniert es auch. Und in diese Richtung und reinwärts geht es auch. So, Handbremse ist angezogen. Jetzt schauen wir mal, ob das auch nur bei laufender Zündung funktioniert. Lassen wir mal das Verdeck aufmachen. So, ja, das funktioniert auch. Und schon sind wir oben ohne unterwegs. Herrlich. Was für ein Raumgefühl. Gut, dann starten wir mal. So, hier stehen wir auf P. Bremse. Also wie ihr jetzt wahrscheinlich auch hört und seht, der Leerlauf ist ein bisschen unrund. Der Sägeklang, irgendwas stimmt da nicht ganz, aber soweit läuft er und macht auch, wie gesagt, ordentlich Krach. Genau, dann machen wir auch wieder aus, dass wir noch das Wort verstehen. So, was hat das Auto noch? Es hat, ja, Blinker ist klar, Blinker andererseits ist auch klar, Fernlicht, es hat ein Tempomat, Scheibenwischer, funktionieren. Oh, das mit dem Spritzen, das lassen wir jetzt, sonst sind wir nass. Gut, ja, Lichtschalter funktioniert soweit auch alles. Es sind sonst eigentlich auch keine Beschädigungen. Die Sonnenblende, die ist bloß abgebaut, die liegt vorne im Kofferraum. Ja, genau, also sonst ist an dem Fahrzeug nichts weiter zu erkennen, was man jetzt auf die Schnelle erwähnen sollte, was defekt ist. Na gut, die Scheibe hat einen Riss, sehe ich gerade. Ja, genau. Das war es jetzt erstmal im ersten Video von dem 986. Ich denke mal, da kommt vielleicht noch eins oder zwei zu dem Fahrzeug. Und dann ist aber auch schon das nächste in der Pipeline. Da könnt ihr auch schon mal gespannt sein. Gut, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.